Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kümmelchen und willkommen zu einer neuen Putzroutine aus meinem Badezimmer. Aber nicht nur im Badezimmer möchte ich heute putzen, sondern eigentlich auch noch das gesamte Untergeschoss, weil es ist bitter nötig. Nachdem ich ja letzte Woche bei meiner Mutter geputzt habe, ist mein Haushalt liegen geblieben. Mama, ich habe es trotzdem gerne getan, bitteschön. Aber ich muss jetzt hier unbedingt echt was machen. Mein Mann hilft mir zwar im Moment aktuell so gut er kann, aber auch er kann noch nicht alles. Deswegen werde ich das heute an meinem freien Tag machen. Und ja, Lust habe ich nicht wirklich. Heute ist eher so der Gammeltag. Wir haben es auch mittlerweile 12:30, aber ich musste mich jetzt echt aufraffen, irgendwas zu tun. Und damit sich die Dusche heute Abend auch lohnt, werde ich jetzt ranklopfen. Ja, wir fangen wie immer am Badezimmer an und hier sieht es auch echt aus. Also ich versuche wieder Bilder aufzufangen, den Dreck aufzufangen, damit ihr auch sehen könnt, bei mir ist es schmutzig. Ja, genau. Alles klar. Ich würde sagen, genießt es, holt euch Motivation und Inspiration und viel Spaß bei diesem Video. That mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can pick up, and I've been looking forward to this day, the day I prove you right. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. We'll be right back.
you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Netterweise wurde mir ein Produkt von Mia und Coco zur Verfügung gestellt, und zwar ein Fußbad-Massagegerät. Ich finde es bei den kälteren Temperaturen jetzt richtig klasse, mir abends die Füße in diesem Massagebad aufzuwärmen. Es gibt die Funktion der Vibration und Bubble. Ihr könnt Wasser einfüllen und dann die Temperatur auf die gewünschte Temperatur einstellen. Ich fülle hier vorgewärmtes Wasser auf. Und wie ihr sehen könnt, die Temperatur steigt langsam an und hält auch sehr schön warm. Dieses Gerät hat ein Automatikprogramm von einer Stunde und danach schaltet es sich automatisch ab. Genau, ich finde es sehr angenehm und es wärmt auf jeden Fall die Füße. Hallo ihr Lieben, jetzt könnt ihr mich nochmal sehen. Es ist ein anderer Tag. Ich bin nämlich jetzt schon das Video am Schneiden. Ich wollte ja eigentlich auch das Untergeschoss gemacht haben. Habe ich nicht. Nein. Ich war ja zu faul. Muss auch mal sein. Das Untergeschoss habe ich gestern, habe ich den Jedi noch durchlaufen lassen. Und das reicht auch. Vielleicht habe ich nächste Woche mehr Motivation, das Untergeschoss zu machen, beziehungsweise auch mehr Möglichkeit, weil wenn alle zu Hause sind, dann ist es dann doch schlecht für mich, euch per Kamera mitzunehmen, weil das Wohnzimmer halt einfach gefüllt ist. Genau. Wie ihr sehen konntet, habe ich den Abend auch noch schön ausklingen lassen mit diesem schönen Fußmassagegerät von der Firma Mia und Coco. Ich setze euch einen Link rein. Schaut doch gerne mal vorbei. Also für den Preis lohnt sich das auf jeden Fall.
und die Anwendung ist wirklich sehr angenehm. Genau, was kann ich noch sagen? Ja, nichts weiter, ne? Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.